Jetzt das Recht kommt, nehme ich an. Es wird auch ganz schlimm werden. Also, ja, ich darf Sie begrüßen, zumindest die, die noch drin geblieben sind. Wir haben auch ganz tolle Informationen und die geben Sie dann auch an die anderen nicht weiter zur Strafe nachher. Mein Name ist Sabine Heukrup-Bauer, ich bin Rechtsanwältin in Mainz. Ich bin jetzt zum dritten oder vierten Mal sogar schon auf dem Joomla Day. Es hat mir immer gut gefallen und ich hoffe, Ihnen wird das dann heute auch gefallen. Wir sind eine Kanzlei mit 5 Anwälten, alle spezialisiert auf IT und alle machen auch E-Commerce-Recht. Wir legen auch Wert auf diese Spezialisierung, also bei uns gibt es nichts anderes, keine Straßenverkehrsunfälle, keine Scheidungen, kein nichts. Wir machen also nur IT und wir hoffen, wir wissen immer, über was wir so reden. Ich habe heute ein Thema vorbereitet, das soll so 1,5 Stunden gehen. Was gibt es Neues im E-Commerce-Recht? Haben wir natürlich alle mitgekriegt. Die Verbraucherrechte-Richtlinie, ich wollte mal so ein bisschen durchgehen durchs Fernabsatzrecht und den elektronischen Geschäftsverkehr. Diese Präsentation müssen Sie jetzt irgendwie auch nicht so die wichtigsten Sachen alle mitschreiben, sondern die kann man sich runterladen. Das kann man sich auch einfach merken bei uns auf der Kanzlei-Website www.res-media.net/joomla. Da finden Sie den Download-Link. Da ist die Präsentation als PDF zum Runterladen vorbereitet. Kommt am Ende auch nochmal der Link. Ich habe auch sonst noch so ein bisschen Informationsmaterial, was wir eben auch Mandanten und so zur Verfügung stellen. Und das heißt, wir haben E-Books und Broschüren, wo man sich nochmal eingehend informieren kann. Denn jetzt so auf dem Freitagnachmittag, dass man da vielleicht den einen oder anderen Paragraphen vergisst und irgendwas vielleicht nicht so ganz mitbekommt, ja, das sei Ihnen verziehen. Da können Sie jedenfalls das auch nochmal nachlesen. So. Themenübersicht habe ich vorbereitet, einmal so die neuen Abläufe, also was ist jetzt wirklich neu, dann mal ganz eingehend werden wir uns mit beschäftigen, diese Informationspflichten im Fernabsatz, beim Fernabsatzkauf, wo eben auch das Widerrufsrecht zugehört, dann die Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr, da geht es ein bisschen um die ganze Technik, die beim Verkauf an Verbraucher vorausgesetzt wird. Dann wollte ich nochmal aufs Widerrufsrecht ganz detailliert eingehen, weil sich da eben schon einiges geändert hat gegenüber der Rechtslage jetzt vor dem 13.06. Und falls wir noch Zeit haben, also ich habe mir extra eine Uhr umgemacht, können wir uns auch noch gerne mal so ein bisschen um das leidige Thema Abmahnung unterhalten. Ja? Mit wem? Das habe ich jetzt als Thema sozusagen nicht vorbereitet. Also Preisauszeichnung und so habe ich jetzt nur am Rande, weil sich da die Vorschriften so ein bisschen geändert haben, aber so speziell habe ich das jetzt nicht vorbereitet. Das ist eine Umsatzsteuergeschichte, ganz genau. Das ist natürlich, wenn Sie einen Job machen, der international, also in Europa arbeitet, ja. Aber das ist natürlich ein Thema, da kann man einen eigenen Vortrag draus machen. Also ob Sie zum Beispiel, wenn Sie nach Österreich verkaufen, dort mehr, Umsatzsteuer zahlen müssen, dann uns die auch hier als deutsches Unternehmen einnehmen müssen von österreichischen Kunden, hängt einfach von der Höhe des Umsatzes ab, den Sie machen. Das heißt, das kann für jeden von Ihnen, wenn der international tätig ist, ein völlig anderes Ergebnis geben. Das heißt, die Frage würde ich sagen, also wenn Sie da speziell was interessiert, melden Sie mich an, aber das ist einfach zu speziell für heute, das kriegen wir nicht hin bei dem Thema. Okay, dann wäre vielleicht auch eine Idee, ich habe meine Kollegin dabei, wir schreiben direkt Montag einen Artikel dazu und stellen den aufs Blog. Okay. Genau, Fragen bitte gleich zwischendurch, dass wir das gleich mit erledigen können. Ich finde das immer ein bisschen angenehmer, wenn Sie direkt dann auch gleich die Fragen stellen, anstatt wenn ich nur so in eine Richtung sende. Die Pflichten, die neuen Pflichten und Abläufe im Überblick. Die Frage ist halt, was ist daran so neu? Gibt es überhaupt was Neues? Es gibt was Neues und zwar, weil der Gesetzgeber jetzt sagt, es gibt eine Vertragsbestätigung und er verpflichtet auch Sie, die zu verschicken, wenn Sie einen Shop betreiben.
Manche denken jetzt vielleicht an die alte Bestelleingangsbestätigung, die gibt es auch noch. Da gehen wir nachher auch noch mal näher drauf ein. Die versteckt sich aber unter diesem Punkt Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr. Danach ist die immer noch erforderlich. Sie müssen aber trotzdem zusätzlich eine Vertragsbestätigung verschicken nach dem Kauf. Wie das alles so geht und so, machen wir auch gleich noch mal detaillierter, aber ich wollte mal es einmal so aufbauen als Folie, dass Sie so eine Übersicht haben. Sie müssen im Online-Shop einmal grundsätzlich alle Pflichten im Fernabsatzrecht, beim Fernabsatzkauf erfüllen und Sie müssen alle Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr erfüllen und Sie müssen nach dem Kauf, nach der Bestellung auch unbedingt zusätzlich eine Vertragsbestätigung verschicken. Was das jetzt alles mit einer Auftragsbestätigung vielleicht auch noch zu tun hat, kommen wir noch drauf. Ja. Kommt. Machen wir. So, da kommen wir nämlich gleich, müssen wir gleich so einen Schlenker machen. Damit stellt sich nämlich die Frage, welche Mails müssen Sie eigentlich Ihrem Kunden insgesamt schicken? Also 1, 2, 3 oder 4 Mails, wie sieht das eigentlich aus? Das hängt einfach davon ab, wie Sie Ihren Vertragsschluss gestalten wollen. Es gibt ja Shops, die sagen, ich baue das so auf, wie zum Beispiel auch ein eBay-Händler. Alles, was ich reinstelle, ist auch sofort verfügbar. Ich will auch, wer das kauft, dass da sofort die Klappe fällt und sofort der Vertrag zustande kommt. Das heißt, ich habe mein Angebot im Shop und das ist mein verbindliches Kaufangebot an den Kunden. Und wenn der bestellt, nimmt der das an, wie bei eBay. Sofort kaufen, Ende aus, Mickey Maus, der Vertrag ist verbindlich zustande gekommen. Das wäre die linke Variante. Dann können Sie diese Bestelleingangsbestätigung, die Sie wegen dieser Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr sowieso verschicken müssen, gleich so formulieren, dass Sie sagen, da mache ich eine Mail draus, ich bestätige dem, vielen Dank, lieber Kunde, Ihre Bestellung ist eingegangen. Und Ihr Vertrag oder Ihre Bestellung ist auch angenommen und der Auftrag geht raus am so und so vielten, wie auch immer. Vertragsschluss sofort. Sie können das aber auch sagen, so richtig schulmäßig, wie das eigentlich das BGB auch vorsieht, dann haben Sie aber ein bisschen mehr Arbeit. Sie haben Angebot im Shop und das ist unverbindlich. Das ist eigentlich nur das Angebot an den Kunden zu sagen, schick mir deine Bestellung. Und das wäre das Kaufangebot an Sie als Händler. Das heißt, das ist so ein bisschen doppelt gemoppelt. Und wenn er das Kaufangebot abgibt, das heißt, er schickt Ihnen die Bestellung, dann müssen Sie dieses Angebot durch eine Auftragsbestätigung erst extra bestätigen. Und das heißt, Sie müssen mindestens 2 Mails verschicken. Das heißt, Sie können dem Kunden eine Bestelleingangsbestätigung schicken und da steht dann drin, lieber Kunde, vielen Dank für den Eingang der Bestellung, mit freundlichen Grüßen. Und dann, manchmal auch nur 2 Sekunden später, kann man dann eben auch direkt die Auftragsbestätigung verschicken und das ist dann diese Vertragsbestätigung, die das Gesetz jetzt neuerdings auch so vorsieht. Das heißt, man splittet das in 2 Mails. Was macht Sinn für den einen oder anderen? Was immer vergessen wird, ist, die meisten Händler haben PayPal-Zahlung. Wer hat PayPal-Zahlung? Wann kommt bei Ihnen der Vertrag zustande in Ihrem Shop? Wenn von PayPal die Bestätigung kommt. Dann schicken Sie dem Kunden eine Mail und sagen, jetzt ist... Also das Problem ist, wenn Sie das mal so aus Ihrer Sicht sehen, so als Verbraucher, Sie bestellen irgendwo und sagen, jawohl, PayPal-Zahlung, drücken drauf. Und ich sag mal so, dieser ganze Bestellvorgang, der ist noch nicht wieder kalt, der ist noch ganz warm und ich bin immer noch im Bestellen drin und drücke jetzt auf Zahlen. Und hinterher lese ich dann in den AGB, ja, also der Händler nimmt zwar mein Geld sofort, aber ob er den Vertrag mit mir schließen will, das will er sich eigentlich erst in 3 Tagen überlegen. Dann wäre ich halt auch ein bisschen sauer. Das geht halt nicht. Das geht halt auch abmahntechnisch nicht. Also meiner Meinung nach, wir haben hier jetzt ja keine anderen Abmahnanwälte im Raum, denen man das so erzählen könnte als Idee, wo sie nochmal abmahnen könnten. Ich kann, wenn ich PayPal-Zahlung, Sofortkauf, also diese ganzen Sofortzahlungsmethoden einbaue, kann ich nur diese Version wählen beim Vertragsschluss.
weil ich nämlich die Zahlung, also diesen Anspruch aus diesem Kaufvertrag, nur geltend machen kann, wenn der Kaufvertrag auch zustande gekommen ist. Und diese Variante kann ich eigentlich nur wählen, wenn ich so Sachen habe wie Rechnungskauf, Lastschrift, Kreditkarte, wenn ich die Zahlung so ein bisschen nach hinten versetzen kann. Okay, also, dadurch, dass jetzt eine Vertragsbestätigung nach dem Gesetz erforderlich ist, muss man sich das mal genau überlegen, wie man das im eigenen Shop machen will. Das heißt, entweder den Vertragsschluss sofort, hat vielleicht den Nachteil, wenn Sie mal eine falsche Preisauszeichnung drin haben im Shop oder so. Sie sind natürlich auch sofort gebunden, müssen dann anfechten, das ist auch wieder ein bisschen Wiggle. Oder Sie sagen, ich mache den Vertragsschluss später, ich verschicke eine Bestelleingangsbestätigung, dann checke ich das Ganze nochmal und wenn ich sage, jawohl, der ist jetzt mein Kunde, dann kriegt er eine Auftragsbestätigung. Ja. Die Lieferung der Ware ist für, also um zu sagen, der Vertrag kommt zustande, das ist so eine typische Klausel, wenn wir Ihnen eine Auftragsbestätigung schicken oder die Ware liefern. Das dürfen Sie um Himmels Willi nicht schreiben. Und zwar, weil Sie meistens nicht genau definieren, wann Sie die Ware liefern. Und da gibt es einen Paragraphen im BGB mit unzulässigen Klauseln für solche Verträge und da steht eben drin, wenn man sich da eine unangemessen oder nicht genau definierte Zeit einfach lässt, dann ist das eine unzulässige Klausel, dann kann das gleich wieder abgemahnt werden. Würde ich also auf keinen Fall reinschreiben. Gut. So, und jetzt kommen wir so langsam an das Thema, wie baue ich denn diese ganzen Infos ein und um welche Infos geht es denn so? Also hier nochmal die Liste, es gibt Infopflichten beim Fernabsatz und die Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr. Die Infopflichten beim Fernabsatz müssen vor Abgabe von der Vertragserklärung des Kunden erfüllt werden. Da können Sie sich merken, die Grenze, die zeitliche Grenze ist der Button in den Warenkorb. Alle Infos, die Sie vorher nicht gegeben haben, da haben Sie die Infopflichten nicht erfüllt, mit der Konsequenz, die Widerrufsfrist fängt nicht an zu laufen und Sie können abgemahnt werden. Also so Sachen wie Versandkosten gebe ich halt erst im Checkout bekannt oder so, wäre dann eher schwierig. Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr, die müssen bei Beginn des Bestellvorgangs, also eigentlich im Checkout gegeben werden und die beziehen sich auch auf diese ganze Technik, also Buttonlösung und sowas, alles gehört da rein. Und wo gehören die überall hin? Es gibt halt viele, viele Stellen im Shop, die wir uns auch gleich nochmal ein bisschen näher angucken. Zum Beispiel gehört zu den Infopflichten, das werden Sie wissen, weil so viel hat sich das Gesetz auch nicht geändert, die Darstellung, wer ist eigentlich Vertragspartner, also wer ist Anbieter dieser Ware in diesem Online-Shop. So, und wenn ich das halt im Impressum alles schön ordentlich aufgeführt habe, habe ich die erste Pflicht schon mal erfüllt. Ja? Oder zum Beispiel die Preisauszeichnung, dass die eben, die gehört auch zu den Infopflichten im Fernabsatz, die gehört halt in die Artikelbeschreibung, auch auf die Übersichtsseiten, aber im Wesentlichen auf die, in die Artikelbeschreibung. Manche Infos sollte man einfach mal in den AGB komplett sammeln. Es gibt spezielle Infoseiten wie Zahlungsarten, Versandinfos, Lieferinfos. Wenn einer Artikel verkauft mit Batterien und Akkus, dann braucht er halt einen Hinweistext auf dieses Batteriegesetz. Das muss man auch irgendwo unterbringen. Man kann auch so eine Seite Kundeninfo dafür bauen und da alles sammeln. Dann im Checkout und in der Bestellübersicht. So, das heißt, die Abläufe haben wir und jetzt kommen wir so ein bisschen in die Details und fangen mal an mit diesen Fernabsatzpflichten. Wenn ich im Büro bin und ich bestelle in einem Online-Shop so eine schicke Stehlampe und ich lasse mir die ins Büro schicken und die wird geliefert und dann packe ich die aus und dann denke ich mir so, ach, das war jetzt eigentlich so ein Spontankauf, wolltest du eigentlich gar nicht haben. Ich mache mal von meinem Widerrufsrecht Gebrauch. Schicke ich dem Händler eine Mail, dass ich von meinem Widerrufsrecht Gebrauch mache. Sagt der, nö, will ich nicht. Das ist ja hier eine Anwaltskanzlei, das sehe ich doch aus der Adresse. Da besteht überhaupt kein Widerrufsrecht. Und ich sage doch, wer hat denn Recht? Ja.
Genau. Also die Antwort war, das hängt auch von der Rechnungsadresse ab. Das wäre zum Beispiel mal ein so ein Hinweis, weil eine Rechnungsadresse jetzt mit meiner Büroadresse drin, eine Rechnung, die will ich natürlich absetzen und die lege ich dem Finanzamt vor. Das würde also viel dafür sprechen, dass ich diese Lampe jetzt in mein Büro stellen will. Während, wenn ich bei der Rechnungsadresse meine Privatadresse angegeben hätte, dann könnte man natürlich auch sagen, okay, das ist jetzt wirklich eine private Lampe. Also der Fall ist schon mal entschieden worden und der Händler hat verloren, weil er nicht beweisen konnte, dass die Anwältin, das war übrigens auch eine Anwältin, die Lampe jetzt zu beruflichen Zwecken gekauft hat. Und das ist halt einer der Punkte. Eigentlich haben Sie als Händler immer irgendwie die Nachteile, so sehe ich das. Und das ist auch mal wieder so ein Fall, also Fernabsatzkauf, das heißt diese ganzen Informationspflichten, diese ganze Abmahngefahr, dieses blöde Widerrufsrecht, die ganzen Kosten, die Sie eigentlich so zu tragen haben, haben Sie nur, wenn Sie als Unternehmer an einen Verbraucher verkaufen. Ein Verbraucher ist immer jemand, der irgendetwas zu privaten Zwecken kauft, nicht zu beruflichen Zwecken, auch nicht zu nebenberuflichen Zwecken. Und die Vertragsverhandlungen und der Vertragsschluss, die laufen so, dass Sie sich nicht sehen. Das kann Telefon sein, das kann Fax sein, das kann ein Online-Shop sein, in dem ein Kunde einkauft. Also man sieht sich einfach nicht, so können Sie sich das merken. Und man vergisst oft Telefon, Katalog und diese ganzen Sachen. Da sind Sie nicht raus aus diesen Infopflichten. Dann für den Fernabsatz organisiertes Vertriebs- oder Dienstleistungssystem. Also wenn einer irgendwie zwar sagt hier, ich habe ein ganz tolles Geschäft, aber ich verkaufe jetzt gar nicht über so einen Online-Shop und hat bloß so ein Impressum mit einer Telefonnummer drin und nimmt dann ab und zu auch mal telefonische Bestellungen entgegen, dann ist das noch nicht organisiert, das heißt, dann hätten wir auch noch keinen Fernabsatzkauf. So, und das muss eine entgeltliche Leistung sein. Das heißt, wenn Sie diese ganzen Voraussetzungen erfüllen, Sie verkaufen an Verbraucher und so weiter, dann haben Sie alles das zu beachten, was jetzt alles kommt. Können Sie das letzte nochmal wiederholen? Wenn Sie sagen, Sie haben als Homepage ein Angebot, ja, wo keine organisierte, ich sag mal, Bestellannahme erfolgt. Genau. Es darf einfach nicht organisiert sein. Wenn ich ein PDF-Formular als Bestellformular reinstelle, dann wäre das schon wieder organisiert. Ne? Wenn ich, dann geht das schon wieder los. Also Sie kommen nicht so einfach raus. Aber wenn das einfach so eine harmlose kleine Unternehmensseite ist, ohne dass man das Gefühl hat, okay, der sucht mich als Kunde, ich rufe den mal an, weil ich brauche jetzt irgendwas. Also es darf nicht organisiert sein. Eine Organisation erfordert ja schon irgendwie so ein gewissen Umfang und dass man auch irgendwie geleitet wird und so. Also ein Ponyhof, der seine Pferde anreißt über Fotos und auffordert zum Reiten und dafür eine Gebühr nimmt, würde schon wieder darunter fallen. Ja, der würde darunter fallen, weil der ist halt ein Unternehmer und die Frage ist halt... Man kann jetzt nicht uns nicht direkt rufen. Ja. Aber man kann sie natürlich aufrufen und telefonisch bestellen. Ja, und in dem Moment, wo man sich dann sagt, hier, Vertrag ist geschlossen, Freitag 15 Uhr ist Reitertraining oder so und ich bin verpflichtet, dann habe ich einen Vertrag geschlossen. Das heißt, ich habe halt Nummer 3 erfüllt, ja. Unter anderem. Und es ist auch entgeltlich. Hm. Okay. Ne? Okay. Ja, was sind die Konsequenzen? Wenn ich nämlich diese ganzen Voraussetzungen erfülle, dann habe ich diesem Verbraucher nicht nur so ein 14-tägiges Widerrufsrecht zu gewähren, das heißt, ohne dass der mir irgendeinen Grund sagt, ist der wieder raus aus dem Vertrag, sondern Sie haben diverse Informationspflichten, ganz wichtig. Und was passiert, wenn, ja? Das Beispiel von Ragnar. Ja? Ponyhof. Tiere, wenn ich die verkaufe. Das sind Dienstleistungen. Grundsätzlich auch bei Dienstleistungen hat der Kunde erstmal ein Widerrufsrecht. Die Frage ist nur, wann das erlischt. Und wenn der sagt, zum Beispiel vor Ablauf dieser 14-tägigen Frist, bin ich damit einverstanden, dass der Unternehmer schon anfängt mit der Dienstleistung. Das muss ich auch anklicken in der Homepage. Das heißt, da braucht man eine besondere Einwilligungserklärung. Dann ist das auch erloschen, das Widerrufsrecht. Aber grundsätzlich hat er das erstmal.
wenn Sie da irgendwelche Fehler machen und so, Sie werden auch gleich noch sehen, wo man überall Fehler machen kann, dann können Sie halt abgemahnt werden. Es gibt halt diesen einen Paragraphen, vor allem diesen einen, den Paragraph 4 Nummer 11, der ist so richtig dieses Einfallstor im Wettbewerbsrecht. Da steht halt drin, wenn man eben gegen, sagen wir mal, ich formuliere das mal in meinen Worten, gegen verbraucherschützende Normen und Regeln verstößt, dann ist das ein Vorteil durch Rechtsbruch. Also wenn Sie ein falsches Impressum auf Ihrer Webseite haben, dann hat irgendwie Unternehmer Müller in Hamburg ein absolutes Problem. So sagt es das Gesetz. Finde ich zwar nicht gut, aber so ist das. Und dann darf der Sie abmahnen. Ohne weiteres, und zwar direkt. Und da helfen Ihnen auch diese Disclaimer nichts. Und nach dem Motto, wir reagieren nicht auf Abmahnungen, wir werden erstmal, also bitte rufen Sie uns erstmal an, wir beseitigen ja dann auch sofort den Verstoß und so. Das ist alles Quatsch. Sie können sofort abgemahnt werden, Sie können sofort von einem Anwalt kostenpflichtig angeschrieben werden und Sie könnten sich sogar auch sofort eine einstweilige Verfügung fangen. Die Folie habe ich nur reingenommen, damit Sie jetzt besonders gut aufpassen. Die zweite ist noch, das ist auch wichtig, die Widerrufsfrist fängt erstmal nicht an zu laufen. Also wenn Sie da irgendeinen Fehler machen, die Widerrufsfrist ist falsch oder sie fehlt oder Sie vergessen über die Preisauszeichnung, über die Preise richtig zu informieren, dann fängt diese 14-tägige Widerrufsfrist nicht an zu laufen. Und das Problem ist halt, Sie haben dann irgendwie Verbraucher, die haben immer Rechtsschutzversicherung. Wenn der sich über Sie aufregt und sagt, der Pullover hat da aber irgendeinen Fehler oder so, dann rennt er zu seinem Anwalt, legt seine Karte da auf den Tisch und der Anwalt, der merkt das. Der guckt nämlich, ob Sie allen Informationspflichten nachgekommen sind. Ist das nicht der Fall? Dann läuft Ihre Widerrufsfrist jetzt nach neuem Recht mindestens ein Jahr und 14 Tage seit der Lieferung. So lange haben Sie diesen Kunden sozusagen am Bein. Und bei diesen Zahlungspflichten, die sind jetzt neu eingefügt. Also dieser Paragraph ist sozusagen neu von der Formulierung. Wenn Sie irgendwelche Kosten haben wollen und Sie haben Ihrem Kunden das nicht vorher gesagt, also bevor der auf diesen Button in den Warenkorb klickt, haben Sie kein Recht auf diese Kosten. Da bleiben Sie halt dann drauf hocken. Das heißt, wenn Sie bei der Versandkostenauszeichnung oder so irgendeinen Fehler machen, haben Sie keinen Anspruch darauf, dass Ihr Kunde das zahlt. Bitte? Ja, und zwar, also es gehört zu diesen Pflichten beim Fernabsatzkauf und die müssen zeitlich alle erfüllt werden, bis der Kunde sozusagen in diesen Bestellvorgang einleitet, bevor er seine Vertragserklärung abgibt. Und der BGH hat das mal zu den Versandkosten entschieden und das gilt erstmal jetzt auch weiterhin. Das ist dieser Button in den Warenkorb. Also wenn Sie die Artikel-Detailseite haben, der läuft überall in Ihrem Shop rum und irgendwann sagt er, jawohl, lege ich jetzt in den Warenkorb. Dann müssen vorher alle Infos ganz klar sein. Ja. Das löst man dann aber so, dass man eben die Preise hat, 9,90 Euro inklusive Mehrwertsteuer zuzüglich Versandkosten. Versandkosten wird verlinkt auf eine eigene Versandkosten-Infoseite und da bauen Sie eine Tabelle. Bis 5 Kilo, bis 15 Kilo und dann für alle einzelnen Länder. Das muss für alle Länder beziffert werden, wo Sie hinliefern, sonst sind Sie dran. Es muss jedes kleine Paket beziffert werden, sonst sind Sie dran. Also es ist ganz ernst zu nehmen, weil das sind so die Gründe, wo die Abmahnanwälte auch sich richtig auskennen. Ja? Erst hier und dann, ja. Ja, genau. Also zuzüglich Versandkosten, Versandkosten verlinkt und dann haben Sie eine eigene Seite, die muss noch nicht mal in der Navigation auftauchen erstmal, ja? Sondern wichtig ist, dass das in der Preisauszeichnung ist und das gehört auch auf die Übersichtsseiten. Also alle Übersichtsseiten und dann auf der Detailseite. Da war noch eine Frage. Das war die, okay. So. Es gibt diesen Paragraphen 312 klein d jetzt, weil viele von Ihnen, das weiß ich, die wühlen dann auch mal nach, wenn sie sich jetzt vielleicht dann anfangen, auch AGB nochmal neu zu formulieren. Mit dem Artikel 246 klein a und der hat einen Paragraphen 1 mit so einer Liste.
die können Sie als Checkliste nehmen. Und die Infos, die da drin stehen, die müssen alle abgearbeitet werden. Also da steht zum Beispiel sowas drin wie, das gab es vorher auch schon vor dem 13.06., Sie müssen über die wesentlichen Eigenschaften Ihrer Ware informieren. Das bedeutet so viel wie, wenn Sie Pullover verkaufen, müssen Sie sagen, welche Farbe, welche Größe, welches Material. Bei Pullovern kommt dann dazu, dass Sie vielleicht noch Textilkennzeichnung zu beachten haben. Wenn Sie Möbel verkaufen, dann heißt halt, was ist das Material des Holzes, Ausmaße, Breite, Höhe, Länge, wie auch immer. Was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Also man kann eine ganze Menge verkaufen. Gewicht zum Beispiel oder Füllmenge überhaupt, wenn Sie Wein verkaufen. Ja? Und bei solchen Geschichten, dann kommt ja noch das Weingesetz dazu und Lebensmittelverordnung. Ja. Ja. Nein. Also die Frage war für die, die das nicht mitbekommen haben, es geht um einen Shop mit Dienstleistungen und man kann dort Baugeräte mieten, aber... Ja, man ruft da an, wie auch immer. So, und da steht als Preisauszeichnung, ich sag mal, pro Tag 149 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Und dann habe ich gleich so gemacht. Geht nicht. Also wenn das an Verbraucher geht, wenn das eine Seite ist, die sich an Verbraucher richtet, dürfen Sie nur mit Bruttopreisen arbeiten. Und alles andere ist dann... Das würde zum Beispiel nicht ausreichen. Also wenn Sie einen reinen B2B-Bereich haben oder einen reinen B2B-Shop, dann können Sie Nettopreise auszeichnen, dann müssen Sie aber wirklich Ihre Seite pflastern. Also ich sage mal, als erstes oben im Head, auf jeder Seite Ihrer gesamten Internetpräsenz steht dann erstmal ganz dick, dieses Angebot richtet sich nur an Unternehmer, Selbstständige, Gewerbetreibende. Dann kommt man in den Bestellvorgang, da steht das auch nochmal ganz dick drüber. Dann muss man unten bestätigen, dass man als Unternehmer bestellt. Und es gibt sogar welche, die machen das dann so, die lassen sich Gewerbescheine faxen und erst wenn das da ist, lassen die einen in den Login. Also da muss wirklich jeder blinde Verbraucher mit dem Krückstock sofort sehen, das ist nicht mein Shop. Und wenn er das nicht sieht, dann werden sie abgemahnt. So, also diese ganzen Informationspflichten, die einzelnen, die sind teilweise bekannt, weil die eben vor dem 13.06. so auch schon bestanden haben. Manche sind aber auch neu und ich habe mich halt vor allem natürlich jetzt mal auf die neuen gestürzt, weil da gibt es halt schon so ein paar Änderungen. Es gibt ein neues Widerrufsrecht, das werden Sie mitbekommen haben. Es gibt jetzt auch eine Musterwiderrufserklärung, da habe ich nachher auch nochmal das Muster dabei, dass wir das besprechen können. Neuerdings darf man die Telefonnummer oder soll man sogar in der Widerrufsbelehrung angeben, was bis zum 13.06. ein schlimmer, schlimmer Wettbewerbsverstoß war. Angaben zum Liefertermin, das macht Probleme. Man kann halt nicht mehr sagen, wir liefern nach Zahlungseingang zum Beispiel, weil der Kunde nämlich nicht weiß, wann bei Ihnen Zahlungseingang ist. Sie sind also ab dem 13.06. oder seit dem 13.06. verpflichtet, ein Lieferdatum anzugeben im Sinne eines, sagen wir mal, angemessenen Zeitraum. Sie können schreiben 1 bis 3 Tage, 5 bis 7 Tage, 1 bis 2 Wochen, 1 bis 2 Monate. Sie schreiben niemals ungefähr, circa, in der Regel. Gibt es überall schon Urteile zu? Alles schon ausprobiert worden? Sollten Sie nicht nochmal ausprobieren. Also Liefertermin ist schwierig, ist aber jetzt Pflicht. Dann muss auf das Bestehen gesetzlicher Mängel Gewährleistungsrechte hingewiesen werden. So wie es jetzt aussieht, wir beobachten das auch so ein bisschen, scheint es zu reichen, wenn man halt dann reinschreibt in die AGB zum Beispiel, für Verbraucher bestehen Mängel Gewährleistungsrechte nach dem Gesetz. Weil inhaltlich regeln können Sie ohnehin nicht viel, das ist gesetzlich festgelegt, Sie müssen nur eben darüber informieren, dass das so ist. Dann Bedingungen von Kundendiensten, Kundendienstleistungen, Garantien. Das ist auch so ein verstecktes Ding. Also Garantien müssen komplett im Onlineshop dargestellt werden mit allen Einzelheiten. Wer kann welche Garantie unter welchen Voraussetzungen bei wem geltend machen? In welchem Fall? Das sind so die neuen.
Sie ertragen das so mit stoischer Ruhe. Die hier, ja. Ja, das glaube ich. Ich sage, vorauskassen ist zulässig. Muss aber angeben, Lieferzeit, also das heißt, Sie schreiben zum Beispiel in die Artikelbeschreibung 1 bis 3 Tage, Sie können das auch verlinken auf eine Infoseite und da dann eben erklären, wir liefern zum Beispiel innerhalb von, wenn nicht bei dem Angebot besonders angegeben oder so, innerhalb von 3 bis 5 Tagen, nachdem Sie Ihren Überweisungsauftrag an Ihr Bankunternehmen oder Ihre Bank übergeben haben. So, weil das ist sicher, der weiß, wann er das übergibt, er weiß nur nicht, wann es bei Ihnen auf dem Konto gutgeschrieben wird. Ist im Grunde alles Heckmeck, weil mittlerweile ist es auch gesetzlich geregelt, dass das Geld nur, also allerhöchstens 1 Tag unterwegs sein darf. Wenn der seinen Auftrag rausgibt, kann die Bank genau 24 Stunden mit diesem Geld arbeiten, dann ist Schluss. Dann muss es sein, wo es sein soll. Aber die Rechtsprechung sagt halt, nee, alles irreführende Klausel, der Verbraucher weiß nicht, wann das dann bei Ihnen eingeht. Und da geht es um jeden Tag. Ne? Das heißt, das muss man dann in den AGB und in der Preisauszeichnung, also in der Artikelbeschreibung, bei der Preisauszeichnung würde ich das direkt reinschreiben, wie bei Ihnen die Lieferzeit ist. Da steht dann Lieferzeit, Doppelpunkt, 5 bis 7 Tage. Ja? Genau, weitere Infos. Man kann zum Beispiel auch, diese ganzen Infos, die dürfen halt auch nicht nur in den AGB mal eben abgeparkt werden. Man kann halt nicht sagen, der Kunde soll doch draufklicken, wenn es ihn irgendwie interessiert, sondern man braucht schon diese zusätzlichen Infoseiten. Man könnte zum Beispiel eine Seite Kundeninformationen bauen und da die ganzen einzelnen Themen dann nochmal so darstellen, wo man solche Sachen wie auch die Lieferzeit dann nochmal erklärt. Ja, versteckt ist immer schlecht. Ja, trotzdem. Dann muss in dem Tab, in dieser Registerkarte oben auch Lieferzeit stehen. Also ein sprechender Link, der würde dann gehen. Dass man genau weiß, wenn ich da draufklicke, dann kommen meine Infos. Ja, in der Artikelbeschreibung und zwar direkt, nicht erst nach langem Scrollen und so, direkt oben, am besten direkt bei der Preisauszeichnung. Ja? Nee, man kann, das kann man in den AGB dann regeln oder man nimmt das eben in diese Info rein. Man könnte zum Beispiel Lieferzeit auch schreiben und das dann verlinken aus der Artikelbeschreibung auf diese Infoseite. Das wäre jetzt auch eine Möglichkeit. Ja. Die hier, die Punkte, die neu sind bei diesen Pflichten, die sind jetzt so für Online-Shop-Betreiber praktisch nicht so relevant. Also sie haben keine unbefristeten Verträge normalerweise. Das heißt, sie haben auch keine Kaution, weil sie irgendwas vermieten. Außergerichtliches Beschwerderechtsbehelfsverfahren ist noch ganz interessant. So ein außergerichtliches Beschwerdeverfahren wäre jetzt zum Beispiel Trusted Shop, weil die das anbieten dann so, man kann sich als Kunde bei denen über den Händler beschweren oder auch bei eBay läuft das ja so, wenn ich dann so einen Fall eröffne, dass das so ein bisschen hin und her geht und nach so einem Verfahren geht, weil alle sich damit einverstanden erklärt haben. Darüber müsste man dann informieren. Also wir sind Mitglied bei Trusted Shops oder eben als E-Mail-Mitglied, läuft das alles so. Dann muss man da so einen Infotext dann eben auch bereithalten. So. Die ganzen Infos, das sind ja unheimlich viele. Also ich glaube insgesamt 16, 18 irgendwie in dem Bereich. Da können Sie ja gar nicht so den Überblick behalten. Wir haben da so eine Checkliste bei uns auf der Internetseite. So zweispaltig, da sind in der linken Spalte sämtliche Informationspflichten beim Fernabsatzkauf aufgelistet und rechts steht dann, wo die genau abgeparkt werden müssen. Also Beispiel jetzt, das geht dann los mit wesentlichen Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen, das gehört in die Artikelbezeichnung. Oder
Angaben jetzt zum Unternehmer mit Adresse und diesem Ganzen, das gehört dann halt ins Impressum. Dann können Sie das so alles nach und nach abhaken. Können Sie sich da einfach angucken, ausdrucken. Und ich hoffe, das hilft Ihnen weiter. So, Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr. Die sind sozusagen extra geregelt. Das heißt, die sind nicht zu verwechseln mit diesen Pflichten im Fernabsatz. Da gibt es aber einen Unterschied. Fällt der auf? Fällt irgendjemand der Unterschied auf, wann die gelten? Sonst sage ich es Ihnen. Da steht nichts von Verbraucher. Diese Pflichten, die gelten nämlich grundsätzlich auch im B2B-Bereich. Das wird immer wieder vergessen. Man kann die zwar teilweise durch AGB ausschließen, aber nicht mal das machen dann die meisten B2B-Händler. Also was jetzt gleich kommt, das gilt, wenn ein Unternehmer an einen Kunden verkauft und sich dabei der Telemedien bedient. Telemedien, dazu gehören halt Online-Shops, das ist so der Standardfall. Und damit sind sie dann dabei, sogar im B2B-Bereich. Und wenn es im B2B-Bereich gilt, dann gilt es natürlich auch im B2C-Bereich. Das heißt für beide Kundenarten. So, was steht da so drin? Da sind so ein bisschen die technischen Abläufe im Online-Shop vorgegeben. Das werden Sie kennen, diese Diskussion, wie muss die Bestellübersicht aussehen, wie muss der Bestellbutton aussehen, Bestelleingangsbestätigung und natürlich, der Gesetzgeber gibt nicht nach, auch wieder Informationspflichten. Und auch hier kann man dann wieder fragen, naja, wenn ich da Fehler mache, wenn ich mich da nicht so genau kümmere, es ist immer wieder, wir landen im Wettbewerbsrecht, das ist schon mal das Erste. Aber was ich oben drüber gesetzt habe, das ist nämlich jetzt neu seit dem 13.06. Wenn Sie zum Beispiel einen falschen Bestellbutton haben, dann kommt Ihr Vertrag nicht zustande. Das heißt, der Kunde ist auch nicht irgendwie verpflichtet, die Ware anzunehmen, zu bezahlen oder so. Das Ganze könnte rückabgewickelt werden, wenn er dann hinterher mit Ihnen streitet und sein Anwalt halt dahinter kommt. Ja? Also diese ganzen Pflichten, die jetzt kommen vom elektronischen Geschäftsverkehr, wenn die nicht richtig komplett erfüllt werden, dann kommt der Vertrag nicht zustande. Da gibt es auch wieder eigene Paragraphen dazu. Einmal im BGB und dann auch wieder in diesem EG-BGB. Das können Sie mal googeln, da haben Sie dann wirklich diese Liste. Und um was geht es da? Zum Beispiel, das war vorher in dem Gesetz auch schon so geregelt, technische Mittel zum Erkennen und Berichtigen von Eingabefehlern. Wenn man manchmal so AGB liest und dann steht da drin, Sie können die Artikel wieder aus dem Warenkorb löschen, indem Sie auf die Grafik Löschen klicken und wenn Sie weitergehen wollen, drücken Sie auf Weiter. Dann denkt man manchmal, man hat es mit Idioten zu tun. Ja? Aber warum die Leute das da alles reinschreiben in die AGB, ist genau der Grund. Man muss eben genau erklären von ganz Anfang an, wie das alles aufgebaut ist im Shop und wie das dann funktioniert mit dem Bestellen und wie ich den Bestellvorgang wieder abbreche und so weiter und so fort. Dann die technischen Schritte zum Vertragsschluss. Da muss eben dann drinstehen, wie kommt der Vertrag zustande, wo muss der Kunde draufklicken, ob die Bestellung gespeichert wird, also nur ob. Das heißt, Sie müssen sie nicht speichern für Ihren Kunden, aber Sie müssen ihn informieren, ob Sie sie für ihn speichern. Sonst muss er sich nämlich selber drum kümmern. Dann, wie ich Eingabefehler erkenne, dann über die Vertragssprachen. Man sollte auch meinen, wenn ich auf einer Startseite drei Fähnchen habe für Englisch, Französisch und vielleicht noch Spanisch und dann eben eine deutsche Seite, dass Sie vielleicht auch Bestellungen auf Spanisch entgegennehmen, aber nein. Sie müssen in Ihren Texten auch schreiben, die Vertragssprachen sind Englisch, Französisch, Deutsch und so weiter. Und Verhaltenskodizes, das ist nochmal sowas wie, wenn Sie zertifiziert sind, an was Sie sich dafür so zu halten haben und so. Das heißt, Sie verlinken zum Beispiel auf Trusted Shop und auf diese Zertifizierung oder wenn Sie ein EHI-Siegel haben oder TÜV-zertifiziert sind und so, das gehört dann da rein. Darüber müssen Sie informieren.
Das Gesetz verpflichtet, das hatten wir ganz am Anfang, zu einer Bestelleingangsbestätigung. Die Bestellung muss abrufbar und speicherbar sein, ist aber auch über jeden Browser. Sie müssen halt nur dann darüber informieren, das Bestehen von Lieferbeschränkungen. Also wenn Sie irgendwie nicht mehr Ware in ausreichender Menge haben oder so, diese Ampeln, die sind zum Beispiel ganz wichtig dann. Das ist eine neue Info, aber jetzt sind diese Ampeln dann wirklich, wirklich hilfreich. Dann über die Zahlungsarten, und das ist ganz neu, eine unentgeltliche. Also nicht nur PayPal zum Beispiel, weil die ist halt nicht unentgeltlich. Oder zumindest, sie ist unentgeltlich, wenn Sie diese Gebühren nicht weitergeben irgendwie. Oder eben Rechnungskauf, das wäre jetzt auch unentgeltlich. Was nicht damit gemeint ist, ist, dass der Kunde vielleicht Überweisungsgebühren an seine Bank zu zahlen hat, weil er das Geld an Sie überweist. Darum geht es nicht. Dann die Bestellübersicht. Da gibt es so einen kleinen, ja, also Trusted Shop macht es so, die sagen, nach neuem Gesetz darf zwischen unten diesem Gesamtbetrag von so einer Bestellung und dem Bestellbutton kein Text mehr sein. Die meisten Shops haben dazwischen aber die Einbeziehung der AGB. Das heißt, da steht dann eben dieser Satz drin, ich habe die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und akzeptiere die und über mein Widerrufsrecht wurde ich belehrt und Checkbox und so, das lassen die nicht mehr zu, weil die eben sagen, hier Inhalt der Bestellübersicht, in Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr ist es vorgegeben, dass da nichts mehr zwischen ist. Darum fangen die meisten Shop-Softwarebetreiber an, das alles nach oben zu setzen. Das ist eigentlich der Grund dahinter. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben oder ob Sie selber das auch schon geändert haben. Es wäre rechtssicherer so, wobei ich das so wirklich aus dem Gesetzestext nicht erkennen kann. Ja? Aber wer sich nicht drum streiten will, okay. So, und der Bestellbutton zahlungspflichtig bestellen, der ist auch dort geregelt, der war aber auch vorher schon geregelt, der gilt ja schon seit 2 Jahren. So. Auch hier haben wir eine Checkliste, damit Sie sich da nicht so ganz im Einzelnen durchwursteln müssen. Die können Sie sich dann da angucken. Und da ist das dann auch nochmal ganz genau dargestellt, welche Infos sind das und wo platzieren Sie die in Ihrem Shop. Dann habe ich gedacht, machen wir nochmal so ein bisschen Widerrufsrecht detailliert, weil das jetzt ja doch alles neu geregelt ist. Und wie ist das so mit den ganzen Abläufen? Also wichtig ist, dass diese Widerrufsbelehrung, so wie die jetzt gekommen ist, das ist EU-Recht und die ist jetzt EU-einheitlich geregelt. Früher war das halt so, da hatten die Engländer zum Beispiel eine ganz andere Widerrufsbelehrung als wir in Deutschland und auf Malta, sagen wir mal zum Beispiel, hatten die 15 Tage Widerrufsfrist. Wir hatten nur 14. Das heißt, einer aus Malta, also ein Kunde aus Malta, der hatte natürlich mit seinem maltesischen Recht noch viel besser was, also ein viel besseres Recht als jetzt bei uns in Deutschland. Und darum gab es da eben immer so ein Hickhack und so, und das ist halt jetzt einfach mal angeglichen worden. Das bedeutet, die Widerrufsbelehrung, so wie das deutsche Recht sie vorsieht, können Sie jetzt auch ohne Probleme für EU-weiten Verkauf nehmen. Also jetzt mittlerweile ist halt dann der EU-Verkauf, jedenfalls was dieses Widerrufsrecht und diese ganze Abmahngefahr angeht, eben überhaupt gar kein Problem mehr. So, dann, das hatten wir vorhin schon mal kurz angerissen, früher war es so, wenn man da irgendwas falsch gemacht hatte beim Widerrufsrecht, dann ist die einfach überhaupt nicht mehr in Gang gesetzt worden. Jetzt ist da so ein kleiner, Zwischenstepp, das bedeutet, bei nicht ordnungsgemäßer Widerrufsbelehrung ist die Widerrufsfrist begrenzt auf 1 Jahr und 14 Tage. Früher war das so, es gab ein Widerrufsrecht und ein Rückgaberecht. Was war denn überhaupt der Unterschied? Beim Widerrufsrecht, da kann sich der Kunde einfach durch eine E-Mail an den Händler vom Vertrag lösen. Der schickt ihm eine Mail und sagt, will ich nicht mehr. Ich mache von meinem Widerrufsrecht Gebrauch. Beim Rückgaberecht kann sich so ein Kunde nur durch die Rückgabe der Sache selbst vom Vertrag wieder lösen. Das heißt, er muss innerhalb dieser 14-tägigen Frist die Sache zurückschicken. Das war eigentlich eine ganz praktische Geschichte, gerade wenn man so Artikel im höherpreisigen Bereich hatte. Also wir haben zum Beispiel einen Mandanten, der verkauft so richtig teure Uhren.
Und da kostet, ich glaube, eine Uhr, wenn sie eine billigere Variante ist, so um die 1500 Euro. Und die verschickt man natürlich als Händler nicht so gerne, wenn der Kunde dann einfach mal eben so sein Widerrufsrecht Gebrauch machen kann und dann sagt, jo, und jetzt will ich das Geld zurück. Und der Händler sieht halt die Uhr nicht vorher, ja? Das ist weggefallen. Wir haben nur noch das Widerrufsrecht und wenn jetzt einer auf seiner Seite noch irgendwas vom Rückgaberecht schreibt, dann hätten Sie ein Problem. So, und bisher war es auch so, der Kunde konnte mal einfach die Pakete zurückschicken. Manche waren auch so frech und haben das dann einfach mal unfrei gemacht. Die haben einfach mal so die Sache zurückgeschickt. Jetzt ist es so, das Gesetz sieht eine Widerrufserklärung vor. Der muss eine Mail schicken, der muss einen Brief schicken, der muss einen Fax schicken, er muss irgendwas machen. Er darf auch anrufen, aber er muss eine Widerrufserklärung schicken. Sie müssen ihm dazu auch ein Muster zur Verfügung stellen, was er aber nicht nutzen muss. Er kann. Aber Sie müssen auf alle Fälle das Muster bei Ihnen auf der Webseite einbauen. Sie können das Muster oder dieses Formular auch online zur Verfügung stellen, vielleicht zum Download. Aber dazu sind Sie nicht verpflichtet. Würde ich auch einfach nicht machen. Dazu ist einfach noch zu viel offen. Ja? Darf der Kunde warten, bis er das Geld zurücküberwiesen hat, bevor er die Marke zurücksetzt? Nee, habe ich auch gleich eine Folie zu? Da gibt es jetzt ein gesetzliches Zurückbehaltungsrecht. Kommen wir gleich zu, es muss die nächste oder übernächste sein. Also ausdrückliche Erklärung, aber was ganz neu ist, jetzt kann der Kunde eben auch telefonisch sein Widerrufsrecht erklären. Und das wäre halt ganz wichtig, wenn Sie Mitarbeiter haben in so einem Shop, dass diese Mitarbeiter darüber überhaupt informiert sind und dass die die richtigen Infos überhaupt aufnehmen. Also welcher Kunde will jetzt eigentlich welche Bestellung da nehmen und von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen. Das wäre schon wichtig. Oder habe ich die rausgebaut? Dann erkläre ich es lieber nochmal so, weil das kommt mir ein bisschen spanisch vor hier mit dem Zurückbehaltungsrecht. Also bisher war es so, es gab nur eine Frist im Gesetz und natürlich zulasten des Händlers, nämlich 30 Tage. Das heißt, der Kunde erklärt seinen Widerruf und der Händler hat genau 30 Tage Zeit, das Geld zurückzuschicken. Wenn er die Frist nicht einhält, ist er automatisch im Verzug mit allen Konsequenzen. Also er müsste zum Beispiel auch die Anwaltskosten von diesem Kunden bezahlen dann. Das war natürlich blöd, weil andererseits für diesen Verbraucher nie eine Frist geregelt war, wo dann drin steht, nachdem er von seinem Widerrufsrecht Gebrauch gemacht hat, müsste er mal innerhalb einer bestimmten Frist dann auch zur Post laufen und mal endlich die Ware zurückschicken. Das heißt, Sie als Händler sollten mal so, wenn das nach ein, zwei Wochen nicht zurückgeschickt wurde, dann auch mal anfragen, hier, wir erwarten jetzt aber mal die Rücksendung der Ware, ansonsten machen wir von unserem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch oder sowas. Also Sie mussten als Händler aktiv werden. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das ist mal einer der wesentlichen oder auch positiven Punkte im Onlinehandel. Der Kunde muss die Ware 14 Tage, nachdem er von seinem Widerrufsrecht Gebrauch hat, zurückgeschicken. Und Sie haben dann weitere 14 Tage, um die Zahlung rückgängig zu machen und ihm das Geld zurückzuschicken. Und solange die Ware nicht da ist, haben Sie ein gesetzliches Zurückbehaltungsrecht. Das heißt, Sie müssen gar nichts mehr machen, Sie warten einfach ab. Ja? So, Musterwiderrufsformular. Das werden Sie ja schon gesehen haben. Das ist richtig blöd formuliert. Ich würde Ihnen aber davon abraten, da irgendwelche Änderungen dran vorzunehmen. Also so wie ich das jetzt hier reingenommen habe, ist das die Anlage zu einem Paragraphen in diesem EGBGB, wo das alles geregelt ist. Und Sie sollten diesen Text auch genauso einbauen in Ihre AGB und in diese Infoseite. Und ich würde das auch nicht versuchen, als Online-Formular irgendwie zu bauen, weil versuchen Sie das mal mit den ganzen Sternchen und für Dienstleistungen und für Waren und wie der Kunde das da alles, wie der Gesetzgeber das da alles vorgesehen hat. Und ob man das einfach so frei programmieren darf, wie man dann denkt, damit das auf den eigenen Shop passt, das weiß momentan noch kein Mensch. Und
ich würde mal einfach abwarten. Vielleicht im halben Jahr oder in einem Jahr gibt es mal die ersten Entscheidungen vielleicht zu der Frage. Das heißt, momentan bauen Sie dieses Formular einfach nur in Ihre Texte ein. Und wenn der Kunde das nutzen will, dann soll er sich das mit der rechten Maustaste da irgendwie rausziehen und abschicken oder wie auch immer. Ist nicht Ihr Problem. Ist vielleicht nicht servicefreundlich, aber auf der anderen Seite muss man eben auch sehen, so der kleinste Fehler bei diesen Geschichten, ich glaube, die Anwaltskosten von Ihrem Gegner gehen los bei 750 Euro bestenfalls. Das sollte es Ihnen wert sein zu sagen, nur so wird das eingebaut. Ja, ich weiß nicht. Ich würde gar nichts machen. Ich würde das einfach genau so einbauen. Ich würde nie versuchen, den Gesetzgeber da irgendwie noch zu verbessern oder so, weil das ist einfach nicht gut, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber das sollte nicht Ihr Problem sein. Und wenn, also Ihre Kunden sind halt nicht so das Problem. Natürlich wollen Sie denen das Leben erleichtern und so ein bisschen den Servicegedanken verfolgen. Aber das kostet halt. Es gibt immer irgendein Gericht, also ich sag mal, bei manchen Richtern hat man wirklich das Gefühl, die haben weder je in einem Online-Shop irgendwas bestellt, noch je einen PC hochgefahren. Aber die entscheiden dann solche Sachen. Und so ein Abmahner sucht sich ja das Gericht aus, wo er hingeht. Dann geht er, was weiß ich, zum Landgericht Rosenheim oder so. Ne? Also einfach genauso übernehmen. Ah, da ist meine Folie. War sie doch da. Mit der Rückabwicklung, genau. Da haben Sie das nochmal, das haben wir ja schon besprochen. Rücksendekosten. Also, früher war das so, der EuGH hat gesagt, Sie müssen dem Kunden auch die Hinsendekosten erstatten. Die Hinsendekosten sind die ersten Kosten von Ihnen zum Kunden. Das heißt, die Ware wird bestellt und damit die da überhaupt abgeliefert wird. Versandkosten 4,90 Euro, der Kunde macht vom Widerrufsrecht Gebrauch, Sie mussten die erstatten. Viele Verbraucher wussten das gar nicht und darum haben eben viele Händler da auch gar nicht groß drüber geredet und so und haben nur den Kaufpreis erstattet, aber richtig war das nicht. So, und dann war es so, wer jetzt die Rücksendekosten zu tragen hatte, das hat sich meist nach dieser 40-Euro-Klausel bestimmt, wenn man sie dann eingebaut hatte. Das ist jetzt alles weggefallen. Es ist so, dass Sie die Hinsendekosten zu tragen haben, ist zwar geblieben, das ist jetzt im Gesetz so gemeißelt, aber es sind nur die Standard-Hinsendekosten. Also der Kunde, der bestellt jetzt irgendwie so einen Expressversand mit Sternchen-Premium für richtig viel Geld, dann haben Sie ihm nur die Standard-Hinsendekosten zu ersetzen, das heißt, was bei Ihnen der normale Standardversand kosten würde, das kriegt er dann. Dass er da Overnight und alles Mögliche haben wollte, ist dann sein persönliches Problem. So, und der Verbraucher, der trägt standardmäßig die Rücksendekosten. So ist es jetzt geregelt. Sie können die zwar freiwillig übernehmen über die Widerrufsbelehrung und sagen, wir tragen die Rücksendekosten, aber das müssen Sie nicht. Sie können das auch so übernehmen, wie der Gesetzgeber es eigentlich vorsieht, vom Grundfall her. Das heißt, der Verbraucher trägt die Rücksendekosten, man hat das also gesplittet. 40-Euro-Klauseln löschen, ganze Widerrufsbelehrung löschen, nicht mehr irgendwie einbauen. So, es gibt alle Ausnahmen vom Widerrufsrecht, die man früher schon hatte. Kundenspezifikation, Lebensmittel, die zum bestimmten Termin geliefert werden, also so Party-Service, pipapo. Diese ganzen Ausnahmen gelten weiterhin, es sind aber welche dazugekommen. Einmal versiegelte Waren mit dem Gesundheits- oder Hygieneschutz, das ist auch sehr begrüßenswert, weil das nämlich früher nicht geregelt war. Und da konnten also alle möglichen Dinge, will ich jetzt nicht ausführen, einfach zurückgeschickt werden innerhalb von 14 Tagen. Alkoholische Getränke, das da das mit den Preisschwankungen, das betrifft den Weinhandel, also da, wo richtig groß gehandelt wird. Und die Downloads, die sind auch jetzt endlich geregelt, damit das mal klar ist und es da nicht irgendwie zwei, drei Meinungen gibt, wie denn das jetzt zu handeln ist. Die müssen sich merken. So, die Widerrufsbelehrung, die habe ich jetzt mal so extra genommen. Die wollten wir uns natürlich auch noch angucken. Ja.
Doch. Aber nur bis zu einem bestimmten Moment. Also nachdem ich natürlich runtergeladen habe, beziehungsweise bis das geschickt wurde. Also ein Kunde hat immer ein Widerrufsrecht, aber es erlischt dann eben zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also wenn ich dann eine E-Mail bekomme als Kunde, wo ein Download-Ding drin ist, dann ist natürlich Schluss. Dann kann er nicht sagen, habe ich aber gar nicht runtergeladen oder so. Das kommt halt darauf an, wie man das technisch macht. Also dass er sofort auf sein Widerrufsrecht verzichtet, das gehört eigentlich eher in den Bereich bei Dienstleistungen. Also wenn ich eine Dienstleistung anbiete und innerhalb dieser 14-Tage-Frist zum Beispiel, ich biete ein Seminar an und das fängt dann an zu laufen, dann kann der nicht während des Seminars sagen, ja, aber jetzt will ich nicht mehr, ne? Jetzt machen wir mal alles rückgängig. Das heißt, der muss dann schon sagen, hier innerhalb der Zeit ist schon klar, der Unternehmer darf mit der Dienstleistungserbringung anfangen. Beim Download ist es so, die werden eigentlich behandelt wie Sachen. Das heißt, der bestellt und der kriegt eine Bestelleingangsbestätigung und dieses ganze Prozedere läuft. Da kann der natürlich immer noch Ihnen eine Mail schicken und sagen, nee, will ich doch nicht. Aber wenn er dann einmal die Möglichkeit hatte, runterzuladen, dann darf er natürlich nicht mehr vom Widerrufsrecht Gebrauch machen, weil Sie können gar nicht kontrollieren, ob er runtergeladen hat, wenn Sie es so machen. Sie können ihm natürlich auch eine PDF schicken, würde jetzt auch unter einen Download fallen. Dann hat er die Datei sofort und dann ist auch Schluss mit Widerrufsrecht. Ja? Per CD ist es wie eine Sache. Das heißt, die sind ja auch versiegelt, das gehört auch zu diesen versiegelten Geschichten und wenn er das ausgepackt hat und runtergeladen, dann ist halt Schluss. Wer kauft denn noch Software auf CD? Old school. So, ich weiß nicht, wie es. Haben Sie alle die neue Widerrufsbelehrung schon im Shop so? Sind Sie zurechtgekommen? Haben Sie einfach mal was reingestellt und hoffen, dass es durchgeht, oder? Also die ist echt schlimm. Die ist echt schlimm. Die sieht harmlos aus, ist aber nicht harmlos. Und es gibt zwei Punkte, wo es halt echt kritisch wird und da weiß eigentlich auch noch keiner, wo es hingeht. Aber es ist aus meiner Sicht ruhig an der Abmahnfront, da kommt nicht viel. Aber wahrscheinlich, weil die, die abmahnen, es selber auch nicht geregelt kriegen. Das heißt, man könnte sie halt auch mal direkt dann sozusagen sich vorknöpfen. Also problematisch ist Gestaltungshinweis 1 und 5. Die müssen Sie im Auge behalten und da ist es wirklich schwierig. Da steht nämlich drin bei Gestaltungshinweis 1, die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag. Und wenn man dann guckt bei Gestaltungshinweis 1, steht da, fügen Sie einen der folgenden in Anführungszeichen gesetzten Texte ein, Textbausteine. Und einen habe ich jetzt fett gemacht, weil darauf kommt es jetzt an. Sie dürfen sich nur einen aussuchen. Und weil ich Ihnen jetzt hier keinen Gesetzestext so zumuten wollte, habe ich mal die Fälle, die für einen Onlineshop beim Warenverkauf eine Rolle spielen, mal so ein bisschen übersetzt. Da gibt es insgesamt 5 Textbausteine und die mittleren 3, nämlich B, C und D, sind für Ihren Onlineshop. Und aus dem können Sie sich einen aussuchen. Und das bedeutet, dass Sie sich vorher, bevor die Bestellung überhaupt eingehen, aussuchen müssen, wie Sie liefern. Erstes Beispiel, ein Kunde bestellt einen Pullover und eine Hose, beides kommt in ein Paket, wird ausgeliefert, perfekt. Sie haben eine Bestellung und Sie haben eine Lieferung. Alles gut. Ziffer 1c ist aber der Fall, der Kunde bestellt einen Pullover, eine Hose, jetzt ist aber ein Teil nicht am Lager. Und weil Sie kundenfreundlich sein wollen, schicken Sie halt den Pullover los und die Hose wird nachgeliefert. Das wäre 1c. Wenn Sie sich jetzt an diesen Hinweis im Gestaltungstext erinnern, steht drüber, suchen Sie sich einen Textbaustein aus. Das heißt, wenn Sie den ersten einbauen und nur den dürfen Sie dann auch nutzen, können Sie keine Teillieferungen mehr vornehmen. 1d wäre der so ein Beispiel, ich habe mal geschrieben, Kunde bestellt eine Küchenzeile und jetzt fehlt eine Tür. Er kriegt halt diesen einen Artikel, nämlich diese Küchenzeile und ein Teil aus der Lieferung wird nachgeliefert. So. Aber Sie können halt nur einen Gestaltungshinweis einbauen. Jetzt sagen manche Anwälte, oh, das ist gar kein Thema, wir nehmen 1c.
weil der passt dann, der ist so formuliert, dass der für alle Varianten passt. Aber das würde ich nie unterschreiben und ich bin echt anderer Meinung. Der ist so formuliert, dass da eben drin steht, die Frist läuft ab dem Moment, wo Sie die Waren erhalten haben und sozusagen die letzte Ware erhalten haben. Die letzte Ware heißt für mich, es gab auch vorher schon eine Ware, weil letzte gibt auch irgendwo einen ersten, zweiten, dritten. Das heißt, Sie können eigentlich nur 1b einbauen, rechtssicher, wenn Sie es rechtssicher haben wollen, sodass man Sie nicht sozusagen von vornherein gleich als Abmahnopfer rauszieht, können aber keine Teillieferung mehr vornehmen. Woran man schon erkennt, dass die in der EU so im Onlinehandel sich echt auskennen. Ja? Aber das ist die einzige Variante, die ich Ihnen da an die Hand geben kann, wo ich sagen würde, jo. Wenn Sie dann trotzdem, wenn es kein Testkäufer ist, an irgendeinem Kunden trotzdem Teillieferungen vornehmen, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber schreiben Sie nie beide Varianten rein mit so einem Oder dazwischen oder so, weil es ganz klar ist, das ist wirklich Gesetzestext. Fügen Sie einen der folgenden, in Anführungszeichen, gesetzten Textbausteine ein. Und weil es ein Gesetzestext ist, würde auch jedes Gericht, wenn man das beantragt, ganz sicher eine einstweilige Verfügung erlassen. So, es gibt auch noch mehr solche Geschichten, nämlich zu diesem Gestaltungshinweis 5, den ich eben auch schon genannt habe. Wenn man jetzt zum Beispiel Speditionslieferungen hat, also man ist jetzt zum Beispiel Elektrohändler und liefert Waschmaschinen aus und man möchte also diese Variante wählen, wonach man sogar dem Kunden die Rücksendekosten auferlegen kann für diesen Speditionsversand, dann muss man die in der Widerrufsbelehrung beziffern. Einer bestellt einen Geschirrspüler, einen Wäschetrockner und eine Waschmaschine. Dann sagt er, ich schicke nur den Geschirrspüler zurück. Dann schreiben Sie mal in Ihre Widerrufsbelehrung für Ihre sämtlichen Verkäufe, was das kostet. Es ist überhaupt noch nicht klar, wie das umgesetzt werden soll. Ob man da einen Link einbauen darf zu irgendeiner Infotabelle, wie bei den Versandkosten oder so, weiß kein Mensch. Habe ich auch noch nichts gehört. Also wir Anwälte, wir gucken natürlich irgendwie auch schon täglich, was sich so tut bei den Urteilen, aber kann man nicht. Das heißt, wenn Sie Speditionslieferungen haben, müssen Sie selber die Rücksendekosten tragen, wenn Sie so eine rechtssichere Widerrufsbelehrung zimmern wollen. Und noch schlimmer ist es, dass diese Widerrufsbelehrung bei diesem Gestaltungshinweis 5 es noch nicht mal vorsieht, dass die Ware, wenn die zurückgeschickt werden soll, also postversandfähig und nicht postversandfähig, also Pakete und Spedition, können Sie beides nicht mehr zusammen anbieten. Ist für so einen Elektrohändler ein Problem, weil der diese Widerrufsbelehrung überhaupt nicht richtig formulieren kann. Der verschickt Kaffeemaschinen und Staubsauger per DPD oder Post irgendwie. Ja, also, und dann hat er eben die großen Sachen Kühlschränke. Der muss beides anbieten. Wir haben es dann teilweise so gemacht, dass wir zwei Widerrufsbelehrungen in die Texte eingebaut haben, nämlich einmal für die Artikel und einmal für die anderen. Aber schön ist das nicht. Ja, also da passen Sie auf, gucken Sie genau hin. Dann machen wir noch ganz schnell ein bisschen Abmahnung. Ich glaube, ich soll bis 4 oder bis 4:15? Viertel nach. Oh, haben Sie das schlecht. Ja, ich bin mir nicht so sicher. Der eine Teilnehmer sagte gerade, er sitzt ja freiwillig hier. Und da habe ich gesagt, oh, ich bin mir nicht so sicher. Also, ein bisschen Abmahnung, damit Sie mal so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, wenn es einschlägt, nicht gleich Herzklopfen und Panik und so, sondern erstmal einmal durchatmen und dass Sie so ein bisschen wissen, wie Sie sich dann verhalten. Also es ist einfach so, ich habe hier eine Menge Infos angesprochen und es ist so, wenn Sie da irgendwas drin falsch machen, anders formulieren, als das Gesetz das vorsieht oder irgendwas abändern, dann kommt wieder dieser Paragraph, ne? Paragraph 4 Nummer 11, die 4 habe ich rausgelöscht, aber es soll Paragraph 4 Nummer 11 im UWG sein und das ist einfach, wenn Sie da einen Verstoß haben, sind Sie sofort im Wettbewerbsrecht. Also was mal klar sein muss, ist, das ist auch auf der nächsten Folie, das sind die, die Sie abmahnen können. Sie haben ein falsches Impressum, kann ein Verbraucher Sie abmahnen? Ihr Kunde mahnt ab.
weil sie ein falsches Impressum haben. Kann der das? Wir stimmen mal ab. Wer ist dafür, dass der Kunde abmahnen kann, wenn ein falsches Impressum ist? Oder sagen wir mal, falsche AGB-Klauseln? Falsch. Abmahnen, also die jetzt wirklich mit dem Anwalt kommen können oder auch selber eine richtig fette Abmahnung verschicken, das sind Mitbewerber, also die, die dasselbe verkaufen wie Sie. Rechtsfähige Verbände zur Förderung gewerblicher und selbstständiger beruflicher Interessen, das sind diese ganzen Vereine, von denen man so hört, so IDO und so. Dann gibt es qualifizierte Einrichtungen, die werden extra in diese Liste eingetragen, die Industrie- und Handelskammern oder die Handwerkskammern. Also Wettbewerbszentrale, Verbraucherzentrale und Mitbewerber. Und auch solche, die sich als solche nur ausgeben. Weil es gibt natürlich welche, die haben einen Haufen Kategorien bei eBay, tun sich mit dem Anwalt zusammen und mahnen dann mal so massenweise ab. Das werden Sie ja auch schon mitbekommen haben. Aber ein Verbraucher, der ist in der Liste nicht genannt. Und das ist halt auch so, der kann nichts machen. Wenn der irgendwie gegen Sie vorgehen will, dann muss er gucken, ob er da einen Anspruch hat aus ganz normalem bürgerlichen Gesetzbuch. Und da können Sie sich entspannt zurücklehnen, weil das sind Mini-Streitwerte. Eine falsche Widerrufsbelehrung nach UWG hat einen Gegenstandswert mal so im Schnitt von mindestens 10.000 Euro, aus dem sich dann diese ganzen Verfahrenskosten errechnen. Da muss man aufpassen, aber nicht bei dem Kunden. Ja? So. Dann rufen die Mandanten an. Ich habe eine Abmahnung gekriegt und ich habe den Gegner gegoogelt. Und der macht das ständig. Und das ist der macht Rechtsmissbrauch. Ja, und dann muss man erstmal erklären, das ist alles nicht so einfach. Also Rechtsmissbrauch setzt einiges voraus und das ist nicht so einfach zu beweisen. Und Sie als Gegner müssten das beweisen. Also Sie müssten zum Beispiel klar machen, dass der so viel abmahnt, dass der da viel mehr Tätigkeit entfaltet und fast mehr Umsatz macht, als mit seinem eigentlichen Geschäft. Und das wird schwer. Das heißt, vielleicht bei eBay ist es noch so ein bisschen nachvollziehbar, weil Sie mal gucken können, wie viele Angebote hat der laufen, was wird der so verdienen, wenn Sie sich die Bewertung angucken, was hat er für einen Umsatz gemacht. Dann brauchen Sie eine Liste aller Abmahnungen. Das setzt ein bisschen voraus, dass die Anwälte sich auch mal zusammentun. Gab es auch schon, dass wir dann so Excel-Listen erstellt haben, wo jeder seine Fälle mit den Fallnummern eingetragen hat, dass man dann sehen konnte, fortlaufendes Aktenzeichen, immer gleiche Textbausteine, immer gleiche Honorarrechnung und sowas. Dann kommt man langsam hin zum Rechtsmissbrauch. Aber nicht, weil einer ständig abmahnt. Also ich sag mal, so ein Anwalt, der kann 30, 40 Abmahnungen in der Woche rausschicken, wenn er will. Und dann fährt der Porsche und es ist trotzdem nicht rechtsmissbräuchlich. Ja? Also mit dem Argument kommen Sie nicht raus. Was Sie auch beachten müssen ist, es gibt immer nur ganz kurze Fristen und die sind kurz und die Rechtsprechung hält das auch. Sie können nicht anrufen bei dem und sagen, ich schaffe das nicht in den 3 Tagen. Da muss der Ihnen keine Fristverlängerung geben. Das geht rucki zucki, das sind Eilfälle. Wiederholungsgefahr ist wichtig. Wer einmal was Falsches macht, der macht es immer wieder, sagt das Gesetz. Das heißt, wenn Sie einen Fehler drin haben in Ihren Webseiten, dann kriegen Sie nur diese Wiederholungsgefahr weg durch eine Unterlassungserklärung und sonst eben nicht. Das ist ganz wichtig. Ja, Sie hatten eine Frage. Also die können per E-Mail verschickt werden, die können per Fax verschickt werden, die können per Post verschickt werden. Und wenn so ein Anwalt per Post was verschickt, dann wird das in Listen eingetragen oder es wird im Computer festgehalten. Und dann haben Sie eine Zeugin, nämlich der Sekretärin, die sagt, ich habe an Sie das Schreiben eingetütet, Briefmarke draufgeklebt und habe es persönlich zur Post gebracht. Und dann ist Ihnen das zugestellt. Genau. Urlaub ist überhaupt kein Argument, leider, weil jeder, der als Unternehmer in Urlaub fährt, der muss dafür sorgen, dass seine Post geöffnet wird. Und wenn Sie das nicht machen, ja, ist also alles kein Argument. Sie kommen um diese Fristen nicht rum. Vertragsstrafe steht da immer was von drin. Die sind immer recht hoch. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das zu mildern. Da gibt es so einen genannten
Hamburger Brauch. Also man kann Unterlassungserklärungen so abgeben, dass da keine bezifferte Vertragsstrafe drinsteht, sondern man schreibt dann einfach, ja, wir zahlen dann, wenn wir es nochmal machen, eine Vertragsstrafe und die Höhe liegt der Gegner fest, aber die ist eben, wenn wir uns drüber streiten, nochmal vom Gericht überprüfbar. Das Problem ist nämlich, wenn Sie eine Unterlassungserklärung abgeben, schließen Sie einen Vertrag. Und wie ist das in Deutschland? Vertrag ist Vertrag. Da kommen Sie nicht mehr raus. Sie haben 300 eBay-Angebote und Sie wurden abgemahnt und Sie haben in 299 dann endlich die neue Widerrufsbelehrung drin. Ein Artikel wird wieder falsch hochgeladen. Der erwischt Sie eine Woche später oder zwei. Dann zahlen Sie 5.000 Euro Vertragsstrafe wegen diesem einen Kiki-Fall, weil Sie es unterschrieben haben. Und da können Sie nicht sagen, ja, das habe ich doch nicht gemeint, das ist nicht angemessen und ich gehe zu meinem Anwalt und was auch immer. Da kommen Sie nicht raus. Sie zahlen die 5.000 Euro. Da kann Ihnen kein Anwalt der Welt dann helfen. Das heißt, bezifferte Vertragsstrafen werden schon mal gar nicht unterschrieben. Das ist ganz wichtig. Fortsetzungszusammenhang. Da steht auch immer was drin. Sie sollen auf die Einrede des Fortsetzungszusammenhangs verzichten. Das streichen Sie raus. Das wird nie unterschrieben. Das bedeutet nämlich, in der Unterlassungserklärung steht drin, Sie sollen im Wiederholungsfalle 5.000 Euro zahlen. Jetzt laden Sie am Montag 3 eBay-Angebote hoch, am Dienstag 3 eBay-Angebote und am Mittwoch auch nochmal. Und alle drei, alle an jedem Tag, also insgesamt 9, sind falsch. Jetzt kommt dann das Schreiben. Ja, Sie haben ja eine Unterlassungserklärung abgegeben und wir haben hier insgesamt 9 Verstöße, a 5.000 Euro, wenn ich jetzt richtig rechne. Zahlen Sie bitte 45.000 Euro bis zum so und so vielten. Da können Sie sich nur noch erschießen. Ja? Aber wenn Sie auf diese Einrede nicht verzichten, dann können Sie die geltend machen. Und das heißt so viel, dass Sie gegenüber diesem Anwaltsschreiben dann schreiben können, ja, aber das war halt eine Aktion und also mal mindestens diese dreimal hochladen an einem Tag, das ist dann schon mal eine Tat und dann können wir das schon mal runterrechnen. Dann sind wir nämlich im Zweifel bei, wenn man diese 3 Tage nicht auch noch zusammenfassen kann, bei 15.000. Ist immer noch viel. Also niemals bezifferte Vertragsstrafen unterzeichnen und niemals Fortsetzungszusammenhang auf diese Einrede verzichten. So, und die Anwaltskosten. Die Anwaltskosten, die gehören im gesetzlichen Rahmen immer zu diesen Rechtsverfolgungskosten. Und da habe ich auch mal eine Folie, dass man mal so Vorstellungen hat. Nicht, dass Sie jetzt sagen, ja, ich wäre auch gern Anwalt. Diese ganzen Kosten errechnen sich nach Gegenstandswerten. Und die werden im angemessenen Rahmen festgelegt. Im Zweifel auch von einem Gericht später, wenn man sich drum streitet. Aber an dieser Angemessenheit, da hapert es halt meistens. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Abmahnung gerade gekriegt von einem Mandanten, der ist abgemahnt worden wegen falscher Widerrufsbelehrung. Und jeder kleine Fehler, der mit dem heutigen Belehrungstext nicht übereinstimmt, den hat der einzeln abgemahnt. Also falsches Ingangsetzen der Widerrufsfrist, falscher Hinweis zu den Rücksendekosten. Da kamen wir auf insgesamt 5 Verstöße in dieser einen Widerrufsbelehrung. Und da hat er dann mal hochgerechnet, 22.000 Euro Gegenstandswert für eine falsche Widerrufsbelehrung. Das ist natürlich nicht angemessen. Das bedeutet, also eine falsche Widerrufsbelehrung, ich sag mal, wenn es ein Super-GAU ist, muss man ungefähr mit einem Gegenstandswert von 10.000 Euro rechnen. Das würde bedeuten, Sie müssen netto 745,40 zahlen. Und was diese Abmahnanwälte auch immer reinschreiben mit ihren Rechnungen, die schreiben dann die so und so Gebühr, 20 Euro Auslagen, 19% Mehrwertsteuer, Gesamtbetrag, zahlen Sie bitte. Sie müssen keine Mehrwertsteuer bezahlen. Zumindest nicht, wenn einer vorsteuerabzugsberechtigt ist. Und das sind die meisten. Das heißt, die dürfen keine Mehrwertsteuer einnehmen und die haben auch, also die haben keinen Schaden insofern, weil die nämlich diese Anwaltskosten in der Vorsteuer schon mit verrechnen. Und sie müssen die auch nicht ersetzen, wenn der dann seinen Schaden geltend macht, weil er sagt, ich habe meinem Anwalt die Kostennote bezahlt von 745,40. Die muss er selber zahlen, die Mehrwertsteuer, und die kann er dann in seiner Vorsteuer mit geltend machen. Also bei Abmahnung,
Wettbewerbsrecht, Urheberrecht, Markenrecht, überall dasselbe, keine Mehrwertsteuer. Und 19% können sich schon bemerkbar machen, ne? So, also ein einfacher Fall sind wir bei 10.000 und wenn sie richtig viel falsch machen, kommt man vielleicht auch mal auf 25.000 Euro und dann hat der Anwalt sich richtig was verdient. Und darum sehen Sie, warum es so viele Abmahnanwälte gibt und warum die das so gerne machen. Ja, aber sie zahlen ja hoffentlich nicht freiwillig. Gut, so, und was macht man jetzt überhaupt mit dem Ding? Man kriegt jetzt eine Abmahnung und da überlegt man, soll ich oder soll ich nicht? Soll ich eine Unterlassungserklärung abgeben? Kann man sich überlegen. Vorteil, Sie unterschreiben innerhalb der Frist, schicken das raus. Manchmal ändert man diese Unterlassungserklärung ja auch ein bisschen ab. Also wie gesagt, keine bezifferte Vertragsstrafe, keine Einrede vom Fortsetzungszusammenhang, kein Verzicht. Sie haben dann bei zum Beispiel bei einer falschen Widerrufsbelehrung ungefähr 745 Euro Schaden. Ist auch ärgerlich, aber dann ist es erledigt. Der Nachteil, da steht ja drin, Sie zahlen, wenn Sie es nochmal machen, eine Vertragsstrafe. Ja, und dieser Vertrag, den Sie damit schließen, der gilt 30 Jahre. Was würden Sie machen, wenn Sie Anwalt sind? Sie liegen bei dem wöchentlich auf Wiedervorlage, schwöre ich Ihnen. Und wer kriegt die Vertragsstrafe? Sein Mandant. Und er hat nochmal Gebühren, weil er fordert sie ja wieder auf mit seinem teuren Schreiben, hat nochmal einen Gegenstandswert von 5.000 Euro, zahlen Sie bitte bis zum so und so vielten. Das heißt, man sollte sich das wirklich gut überlegen, wenn Sie nämlich so umfangreiche Online-Shops haben, wo Sie das wirklich nicht mehr händisch überprüfen können und sich nicht komplett sicher sind, dass die Technik nicht doch nochmal irgendwo den falschen Text in der Artikelbeschreibung oder so mit hochlädt, kann man fast gar nicht sagen, unterschreiben Sie eine Unterlassungserklärung. Das ist wirklich nur was für die Ängstlichen und die dann sagen, ah, aber ich will das schnell vom Tisch haben und so. Ja, geht nicht. Es gibt eine andere Alternative. Geben Sie doch einfach mal riskieren Sie einfach mal eine einstweilige Verfügung. Hört sich fies an, weil Sie haben natürlich höhere Kosten. Aber man muss sich das wirklich genau überlegen. Wie sieht denn eine einstweilige Verfügung aus? Da ist oben dann dieser Briefkopf vom Gericht drin, Landgericht München mit diesen Wappen und so. Sie werden verpflichtet, den bösen Verstoß zukünftig zu unterlassen. Und im Wiederholungsfall wird Ihnen ein Ordnungsgeld angedroht, das dann eben bis zu 250.000 Euro festgesetzt werden kann. Also wenn es nicht verstreckt werden kann, auch Ordnungshaft, dann kommen Sie in Knast und so. Wie hoch sind die Ordnungsgelder? Die sind meistens viel niedriger als die Vertragsstrafen. Also wenn Sie mal so 1.000 Euro Ordnungsgeld durchkriegen beim Gericht, ist schon gut. Und wer kriegt das Ordnungsgeld? Der Staat. Und warum sollte ein Anwalt, Sie sehen ja, was der mit Abmahnungen verdient, warum sollte der jetzt noch bei Gericht Anträge stellen, dass Sie ein Ordnungsgeld kriegen, von dem er nichts hat und sein Mandant auch nicht? Und man hätte 30 Jahre Ruhe. Muss man sich wirklich überlegen. Aber es bedeutet halt, Sie haben dann, wenn Sie eine einstweilige Verfügung kassieren, natürlich die Abmahnkosten. Sie haben nochmal eine 1,3 Gebühr für das Erwirken dieser einstweiligen Verfügung, weil das immer Anwälte machen. Und Sie haben die Gerichtskosten. Das heißt, Sie sind dann auch schon mal so mit um die 2.000 Euro dabei. Wenn Sie einen Gegenstandswert von ungefähr 10.000 Euro haben, wären aber für die Zukunft praktisch safe. Muss man sich überlegen. Also gerade bei mehreren Artikeln bei eBay und so. Ich sagt dann immer, die Fristen werden nicht beachtet, lassen Sie es lieber auf eine einstweilige Verfügung angucken, so komisch sich das vielleicht anhört im ersten Moment, ja? Nicht gleich unterschreiben. So, meine Damen und Herren, Sie haben es geschafft. Falls Sie noch Fragen haben und noch nicht ganz so zusammengesackt sind, Sie haben ja sicherlich auch gleich noch einen Vortrag.
Ich bin jetzt aber auch gleich nochmal einen Moment draußen, wenn Sie irgendeine Frage haben. Und auch hier, wenn Sie mir eine Mail schreiben und sagen, ich habe Ihnen da, ich habe es durchgestanden. Ich habe beim Joomla Day den Rechtsvortrag angehört und ich hätte da jetzt nochmal eine Frage. Dann ist das kein Problem. Mailen Sie mir. Ich beantworte Ihnen das wirklich gerne. Und wie gesagt, wir Anwälte können auch nett sein. Sie kriegen keine Beratungsrechnung. Ja? Also ich wünsche Ihnen noch viel. Ah ja, doch noch eine Frage. Einer Webseite. Nee, das war jetzt die Umsetzung der Verbraucherrechte-Richtlinie. Also wenn Sie einen B2C-Shop betreiben, dann war es das. Nee, es kommt jetzt ein bisschen was. Also es kommt jetzt zum Beispiel zum Jahresende was zur Lebensmittelkennzeichnung und so. Also es tut sich eigentlich auch. Mit wem? Kontaktformular und? IP-Adresse durfte noch nie gespeichert werden, die durfte noch nie ausgelesen werden, außer Sie haben eine Checkbox in Ihrem Kontaktformular und sagen, jawohl, ich bin damit einverstanden, dass meine IP-Adresse getrackt wird. Hält sich nur keiner dran. Ich will mal so sagen, das wäre jetzt wirklich peinlich, wenn das an mir vorbeigegangen sein sollte. Und ich war zwar im Urlaub, aber selbst das hätte ich noch mitgekriegt. Also wüsste ich jetzt nicht. Nee. Es war noch nie zulässig, eine IP-Adresse überhaupt zu speichern. Jetzt fragen Sie mal eins und eins, wenn Sie da eine normale Webseite betreiben, was Ihre Statistiken alles so rauswerfen. IP-Adresse? Genau. Aber das ist ja gerade auch die Diskussion gewesen mit Google Analytics und so, warum man da immer dieses Anonymized IP jetzt einbauen muss und dieses Einverständnis einholen. Also es geht nichts, was personenbezogene Daten angeht, ohne Einverständnis. Und bei den Juristen ist es so, die eine Hälfte sagt, IP-Adresse ist ein personenbezogenes Datum und die anderen sagen nein. Und dann finden sie noch welche mit einer dritten Meinung. Ja, also an mir dürfte das jetzt nicht vorbeigegangen sein. Ja. Die was? Bis jetzt noch nicht. Nee, die streiten sich noch. Man schreibt immer und die ersten großen Firmen, da sehen Sie das ganz oft, wenn Sie so Mercedes und so aufrufen, dann kommt erstmal gleich hier der dicke Hinweis auf die Datenschutzrichtlinie und so. Aber es ist noch nicht umgesetzt. Noch gar nicht, weil die sich immer noch streiten. Ja, wenn man Dienstleistungen hat. Aber es gibt immer Waren und es gibt immer Dienstleistungen. Und im Grunde ist es so, also die kann man sich mal googeln, aber ich sage jetzt mal, da steht jetzt nichts Besonderes drin gegenüber dem Rest, den man sowieso schon hat. Wenn Sie Dienstleistung anbieten, müssen Sie diese ganzen Geschichten sowieso, die ich jetzt vorgestellt habe, beachten. Sie brauchen ein Impressum, Sie brauchen eine Seite Datenschutz und dann sind Sie fertig. Also das ist für ganz wenige Berufe, wo es dann nochmal extra Pflichten gibt, die da zu beachten wären. Ja? Ja? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Frage war, ob die ganzen Pflichten auch gelten, wenn ich jetzt als deutsches Unternehmen in der Schweiz verkaufe. Richtig? Oder umgekehrt? Also, Sie sind ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Sie betreiben in Deutschland einen Shop und verkaufen zum Beispiel EU-weit. Dann gilt, steht auch meist drin in den AGB, es gilt deutsches Recht, weil Sie natürlich sagen, ich kenne mich im deutschen Recht aus und ich will, dass meine Geschäfte nach deutschem Recht abgehandelt werden. Jetzt verschicken Sie in die Schweiz und dann steht da eben, es gilt deutsches Recht und ein Schweizer sagt ja dann, super, das haben wir in der Schweiz nicht, aber in Deutschland nehme ich das gerne an. Und da hat er auch recht, weil Sie nämlich deutsches Recht vereinbart haben. Das Problem ist, es gibt internationales Privatrecht, Rom 1, und da steht drin, wenn man an Verbraucher verkauft, dann darf man einem Verbraucher durch so AGB-Klauseln nie das Schutzniveau seines Landes entziehen. Jetzt hat er in der Schweiz kein Widerrufsrecht, wir haben das aber in Deutschland, ist für ihn ein Vorteil, also wird er da auch dann auf das deutsche Recht zurückgreifen. Jetzt weiß ich nicht, wie ist in der Schweiz die Gewährleistung geregelt, die könnte da besser sein als bei uns.
Dann könnte er insofern sagen, aber da will ich jetzt Schweizer Recht. Egal, was Sie in Ihre AGB dann reinschreiben, das gilt dann einfach nicht. Und bei Verbrauchern ist halt auch schwierig, das wird immer vergessen, wenn die klagen, wenn die sagen, ich klage auf Kaufpreisrückzahlung oder irgendwelche Geschichten, die dürfen das in ihrem Heimatland nach internationalem Privatrecht. Und dann haben sie halt einen aus, und dann wird ihnen eine Klage zugestellt aus, ja, das ist schwierig. Man macht es halt einfach. Das sind so Probleme, die werden eigentlich so im Onlinehandel Übergang ignoriert und dadurch, dass es jetzt eine einheitliche Widerrufsbelehrung zumindest mal für die EU-Staaten gibt, ist das ja auch ein bisschen entschärft, das Thema. Aber was Gewährleistung angeht, zum Beispiel nicht, wissen wir nicht, wie das in den einzelnen Ländern alles ist. Wenn das günstiger ist für den Verbraucher, hat der ein Recht drauf. Dann ist genau dasselbe umgedreht. Sie haben Schweizer Unternehmen, das gilt alles nach deutschem Recht, und Sie haben den Verbraucher hier in Deutschland. Und dann sagt der, es ist mir gerade egal, was ihr in der Schweiz so macht, aber ich in Deutschland, ich habe ein Widerrufsrecht und es ist mir gerade auch wurscht, ob du darüber informierst, weil ich habe das trotzdem. Und ich schicke die Ware zurück, weil das Schutzniveau seines Heimatlandes hier in Deutschland sagt Widerrufsrecht. Und das ist ja in der Schweiz sozusagen schlechter geregelt. Und dann kann er sich aufs deutsche Recht berufen. Genau. Ist also alles nicht so einfach mit den bunten Fähnchen auf der Startseite. Sollte man sich gut überlegen, ob man die alle einbaut. Ja? Ja. Ja. Ja, also eigentlich, ob Sie tatsächlich Mehrwertsteuer einnehmen dürfen und ob Sie die nicht einnehmen dürfen, das hängt halt wirklich von jedem einzelnen Land ab. Darum macht man auch immer diese Info-Formulierung, zumindest mal in die Kundeninfo und in die AGB, wo man dann sagt, es können gesonderte Zölle und Steuern und alles Mögliche anfallen und weitere Infos dazu finden Sie hier. Und es hängt einfach davon ab, wie Sie das im Einzelfall handeln müssen. Da gibt es sozusagen keine Pauschalantwort jetzt hier, alle für einen oder eine für alle, wie viel Umsätze Sie machen. Weil es Schwellenwerte gibt. Und es gibt eben Schwellenwerte, wenn Sie die unterschreiten, dann ist für Sie einfach alles nach deutschem Recht, aber Sie können keine Mehrwertsteuer beim ausländischen Kunden verlangen. Und wenn Sie die Schwellenwerte überschreiten, zum Beispiel in einem einzelnen Land, dann müssen Sie sogar nicht nur die Mehrwertsteuer reinholen von dem ausländischen Kunden, sondern sogar an das ausländische Land abführen. Das heißt, da kann Ihnen nur ein Steuerberater helfen. Ja. Genau. Das ist ja auch der Vorläufer dieser Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, die dann in der Impressumspflicht geregelt ist. Ganz einfach, weil das ist nämlich schon die Nummer, über die das alles abgewickelt wird. Das ist ein guter Hinweis und wie gesagt, also wir werden wahrscheinlich dann in der kommenden Woche einen Artikel zuschreiben. Bei uns ist einfach so, ich sag mal bis vor ein paar Wochen, da waren wir alle nur noch Gaga im Büro, weil was das für ein Aufwand war, diese Verbraucherrechte-Richtlinie umzustellen, und wir haben halt sehr viele Händler, die bei uns in so einem Update-Service drin sind und alle so neue Texte brauchten.
da haben wir eigentlich jetzt so nach rechts und links nicht mehr viel geguckt. Aber das kommt halt jetzt. Und das ist ein Thema, das finde ich halt sehr spannend und gerade mit dem zeitlichen Hinweis, das hatte ich jetzt so auch noch nicht auf dem Bildschirm, da werden wir sicherlich was zu schreiben und danke für den Tipp, weil dann sind wir die Ersten. Ja? Okay. Also, wenn keine Fragen mehr sind, dann vielen Dank fürs Zuhören.